fehlt denn für diese Rüstung, Mensch? Adventskalender essen habe ich auch noch gar nicht gemacht. Jeez, good job, Chocolate Hog. Hat er vielleicht doch schon gemacht. Dann bleibt ja nur noch das Zimmer von dem Vater. Light on. Ich habe das ganze Haus durchsucht, hier ist nichts. Ich kann noch mal einen Schrank öffnen, aber ich will dieses Kostüm komplett kriegen. Basketball, Playbook. Playbox meine ich. Ne, hier ist nichts. Man kann ja sein, dass wirklich was im Baumhaus noch liegt. Das stört mich gerade extrem. Ich meine, da ist doch noch ein Wäschetrockner. Kann ich denn hier nicht nur irgendwas abnehmen, was mein Kostüm komplett macht? Papas Autoschlüssel, guck mal hier. Die lagen vorhin aber nicht da. Na, vielleicht doch, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Statistikbuch, kann ich jetzt reingucken? Wer schläft denn? Dad loves his dad notebooks. Vielleicht hat er da ja seinen PIN-Code vom Handy hingelegt. Aufwecken, auf gar keinen Fall. Lass den so viel schlafen. Zeitschrift, nein. Er war Nummer 7, sehe ich gerade. Ich habe gedacht, wir können vielleicht den PIN-Code irgendwie rausfinden noch. Foto. I wonder why So, Dad was ist never hangs out das? with Nick Okay. anymore. Bücher, da konnten wir auch nichts finden wegen dem PIN-Code, I ne? wish I could have gone on a hike with Mom. This has to be Mom's. She liked art. Na klar, hier hieß der Mark Jefferson aus Life is Strange 1. Bin mir sicher. Zeitung. Einkaufsliste, Kühlschrank öffnen, Postkarte. Vielleicht hätten wir den Vater von was zu essen machen müssen und hätten dann den PIN-Code bekommen irgendwie. Garagenschlüssel, mal, der hängt hier auch jetzt. Mine. Jetzt haben wir schon mal zwei Schlüssel gefunden. Also das war vorhin definitiv nicht dran. So, ist vielleicht die Waschmaschine fertig und. Und wir finden unser letztes Kostümteil. Okay, noch nicht. Also das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass vielleicht später die Waschmaschine fertig ist und irgendein Teil daraus wird dann noch zu unserem Kostüm hinzugefügt. Gut, wir haben erstmal Garagenschlüssel und den Autoschlüssel. Ist ja auch schon mal was wert. Was liegt da? I hope Dad doesn't get in trouble because of me. Beaver Creek Sozialamt. Sehr geehrter Mr. Erickson, ich bin Dr. Tamara Fallman vom Beaver Creek Sozialamt. Als Repräsentant der Grundschulbezirke in diesem County würden wir es begrüßen, wenn Sie mit Ihrem Sohn Chris Erickson zu einem Treffen am Montagnachmittag um 14 bis 15 Uhr Ihrer örtlichen Behörde in 2775 Water Street erscheinen könnten. Falls Sie Fragen haben sollten, kontaktieren Sie bitte unser Büro. Mit freundlichen Grüßen, bla bla bla. Kraftantrieb. I can't go to Mantroid's planet without finishing my costume. Ach so, damit können wir. Ach, ist ja geil. Damit können wir also hin zum Planeten von Mantroid reisen, wenn unser Kostüm komplett ist. Wie geil.
What made that noise? Haben wir hier einen Lichtschalter? Ja. Toll. Now I can color Captain Spirit just like my drawing. Benutzen! Das dürfte der letzte Teil für unsere Rüstung sein. Wie geil! Ach, das Spiel ist so gut. Er macht von Whiskar. Das hat er aber von Vegeta. Big Bang Attack. Das Spiel ist so gut. Na, der klaut erst auf Vegetas Urknall-Attacke. Yes, it's actually Captain Spirit to the rescue. And it's time to visit Mantroid's home planet for a change. Aber wir mussten doch nochmal ins Haus gehen, um das Kostüm komplett zu machen. Wegen dem Garagenschlüssel nämlich. Dann war ja meine Intuition gar nicht so verkehrt. This is where Mom went to school before we came here. Sehr geehrte Emily Erickson, als Direktor der Blackwell Academy, sieh mal eine an, wollte ich Ihnen persönlich schreiben und Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung des Kunstprogramms an unserer angesehenen Schule danken. Wir stellen Ihre Arbeit immer gerne zusammen mit den Werken anderer der langen Liste aus Alumni aus. Wir alle hier erinnern uns gerne an Sie. Danke, dass Sie an uns denken und wir hoffen, dass Sie uns bald besuchen, um selbst zu sehen, wie Ihre Spende und Träume am Leben erhält. Director Wells. Dann war der andere doch Mark Jefferson, also der Irre aus Life is Strange 1. Das ist ja krass. Mom didn't go to art school because of me. But she was already an amazing artist. Ach, sie wollte auf die Kunstakademie. Ach so, liebe Emily, wir erhielten deine Bitte um Exmatrikulation und wollten dir zuallererst zu deinem bevorstehenden Kind gratulieren. Obwohl wir uns sehr für dich und deine Familie freuen, tut es uns leid, dass wir unsere vielversprechende Künstlerin und Studenten verlieren. Deine einzigartigen und geistreichen Illustrationen haben auf dem Campus und in der Uni-Zeitung Anklang gefunden. Also hoffen wir, mehr von deiner Arbeit in Zusammenarbeit mit uns und anderen zu sehen. Wenn du bereit bist, wirst du hoffentlich in Erwägung ziehen, an die Eugene State zurückzukehren, um dein Kunstdiplom zu absolvieren und uns weiter zu inspirieren. Falls du Fragen haben solltest, kannst du uns jederzeit kontaktieren. Alles Gute. Professor D. Jennings. Oh, wow. I remember when Mom drew that. And Dad couldn't stop laughing. Gute Nacht, mein Hübscher. Liebling, du bist wieder erkältet. Ich hab dir gesagt, du sollst mehr Obst essen. I don't get this one. I'm too young. Sie sind nicht an der Reihe, Herr Polizist. Was ist los, Kollege? So, seine Mutter wollte also auch an die Blackwell Akademie. Interessant. Mom and Dad always talked about how they met at school. Nachbarschaft im Blickpunkt, der Sportler und die Künstlerin. Emily White und Charles Erickson, Eugene State College 2005. Beurteile zwei Bücher nie nach ihrem Einband. Wieso zwei? Man könnte ja auch nur ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen. Okay, beurteilt Bücher nie nach ihrem Einband. Das ist das Motto dieser kuriosen Pärchens aus Eugene. Beide schlagen Wellen in ihren eigenen Gebieten und deshalb stellen wir sie in diese Aufgabe von Nachbarschaft im Blickpunkt vor. Emily White ist eine Comiczeichnerin, deren geistreiche Werke über ihr merkwürdiges Leben in Print und im Web erschienen sind und auch den Seiten dieser Zeitung. Sie hasst laut einer Aussage alles, was mit Sport zu tun hat. Ist doch verlobt mit Charles Erickson, einem lokalen Basketballspieler, von dem man munkelt, er würde bald zu den Oregon Ducks gehören. Ironischerweise lernten die zwei sich in einer Bücherei kennen und fanden die wahre Liebe zwischen Bücherstapeln, während sie gemeinsam für die qualvollen Abschlussprüfungen lernten. Ich bin Mathe, sie ist Kunst, sagte ein erröteter Charles, eindeutig ein verliebter Mann, was ein und dieselbe Sache ist, nur von verschiedenen Seiten. Fügt Emily mit einem warmen Lächeln hinzu, während sie die Hand ihres frisch gebackenen Verlobten hält.
was weird having my mom as my kindergarten teacher, but fun. Wir lieben sie, Miss Erickson. Emma, Chris, ich hab dich lieb. Ethan, Isabel, Gavin, Sophia, Logan, Hal, Olivia. My first picture looks so tiny and weird. Maybe I'm an alien baby. Okay, er ist also noch vom Umzug, alte Erinnerung von der Mutter oder aus der frühen Jugend. So, ja, aufschließen können wir das nicht, weil wir keinen Code haben. Ich meine, wir sind eigentlich Captain Spirit. Theoretisch müssten wir es aufsprengen können. Gut, wir gehen uns erstmal den Schneebeschwörer vornehmen. Hallo, mein alter Freund und Widersacher. Es wird Zeit, dich in die Luft zu jagen. Okay, Now the Snowmancer is ready for battle. Ich erinnere mich daran, wir hatten ja mal ein Dings. Da stand doch mal was mit Böllern. Wenn ich jetzt mal ins Haus reingehe, liegen denn da Böller rum? Halt, Graffiti. Jerks. Like people don't drink in bars around here. Ich muss nochmal zurück in mein Zimmer. Weil, da hat er mal irgendwas von Knallern erzählt. Und finde ich da vielleicht auch die Karte für das Labyrinth des Verderbens? Das würde mich jetzt mal interessieren. Schießt den Aufbau? Nein. Ich hoffe, der alte Weg schläft noch. So, nochmal zurück ins Zimmer. Gott sei Dank schläft er. Was ist das hier mit dem Auto? Leider nichts. Hier war doch die Kiste mit dem Böllern. Da ist sie doch. Leere Feuerwerkskörper. Ah, toll, wo kriege ich neue her? Dad took away my firecrackers when I blew up the garbage can last year. I wonder where wo er sie wohl versteckt hat. Wikingerbuch. Ja, das meinte ich ja. Wie soll ich denn sonst das mit dem Schneemann machen? What kind of a Viking would I be? Ralph der Wikinger. Wo er sie wohl versteckt hat. Heißt, sie müssen ja hier irgendwo sein. Und eine Karte. Geheime Karte. The secret treasure is buried out there in the wild. Now, I have to locate the second part of the map. Ich kann leider auf der Karte nicht sehen, wo ich wohne. Es scheint die gar nicht drauf zu sein, oder? Schade. Ich dachte, die hilft mir vielleicht weiter fürs Labyrinth. Ich denke mal, wenn wir in das Auto steigen, um zu Mandroids Planet zu fliegen, ich glaube, dann ist das Spiel auch vorbei. That was a fun birthday party at Pizza Arcade. I hope it'll be cool next year. Wo könnte der Vater die Knaller versteckt haben? Wahrscheinlich schon in seinem Zimmer, ne? Aber da haben wir doch alles gesucht. Ich meine, ich kann auch mal reingehen, aber ich denke mal, dass wir, wenn da steht, den Schneemann in die Luft jagen, wäre es ja logisch, erst mit Feuerwerkskörpern zu tun. Allerdings
bin ich mir nicht sicher, ob das Spiel dieser Logik folgt. Einfach mal gucken, was passiert. Okay, nichts. Spielen Zigaretten. Können wir vielleicht mit Zigaretten noch irgendwas machen? Ich nehme jetzt mal eine mit. Dad loves his cancer sticks. Gross. Wonder what they Die werden wir taste niemals like. probieren. Ansehen, da sind die Knaller drin. Shoot, that's way too high for me to reach. Zu weit. Ach, hör auf. Du bist Captain Spirit. Captain Spirit ist so schlau und nimmt sich einen Stuhl, um da hochzukommen. Dad was so angry at the police. 10. April 2015. Sehr geehrter Kommissar Lee, da Sie meine Anrufe und E-Mails nicht beantworten, schreibe ich Ihnen diesen Brief als weiteren Beweis, dass ich gewissenhaft an diesem Fall arbeite, als Sie oder die Polizeibehörde. Es ist Ihre Pflicht, die Bürger und Steuerzahler zu beschützen. Ich hoffe, ich höre bald von Ihnen, sonst werden Sie von mir hören. Mit freundlichen Grüßen, Charles Erickson. Was ist denn da vorgefallen? I remember Dad yelling on the phone a lot. Mr. Charles Erickson, obwohl ich nachfühlen kann, was Sie in den letzten Jahren durchgemacht haben, fürchte ich, dass sich all meine Mittel in Bezug auf die schwierige Ermittlung erschöpft haben. Ist seine Frau vielleicht eines Verbrechens zum Opfer gefallen? Falls Sie diese Angelegenheit ohne eine weitere wütende Nachricht besprechen möchten, bin ich jederzeit zu einem Gespräch bereit. In Bezug auf Ihren Fall stelle ich Ihnen nur einen Monat Arbeit in Rechnung. Oh, wow, wie schön, Privatdetektiv. Ist da vielleicht irgendwas mit seiner Frau Jeez. passiert? Dad wrote a lot of letters. Hat er vielleicht auch deshalb kein Geld mehr gehabt, um das alte Haus zu bezahlen? Musste deshalb umziehen, weil er immer den Privatdetektiv bezahlen musste? Weil vielleicht irgendwas mit seiner Frau passiert ist? Sehr geehrter Mr. Erickson, wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Überwachungsaufnahmen von Asteroid Drive und Mantle Street der Allgemeinheit nicht zur Verfügung stehen. Außer sie sind Teil einer polizeilichen Ermittlung. Daher können wir Ihnen bei Ihrer Anfrage nicht helfen. Wir hoffen, dass die örtliche Vollzugsbehörde in Oregon Ihnen weitere Hilfe zukommen lassen kann. Mit freundlichen Grüßen, Barbie Bracco Moon, Verkehrsüberwachung. Oder ich weiß es nicht. Sehr seltsam alles. Okay, da oben haben wir jetzt aber auch nichts weiter gefunden. Ich dachte, ich hätte jetzt gedacht, da sind Knaller drin. Hier nochmal reingucken. Vielleicht wurde ja was Neues getriggert, ich weiß es nicht. Basketball. Dad used to always talk about this basketball. Brief. Warte mal kurz. Dad never told me he had a So new ist. Nee. friend. Tja, ich weiß auch nicht. Wow, Dad had fans when he was playing in high school. Vielleicht, es kann ja natürlich auch sein, dass die Feuerwerkskörper im Baumhaus sind. Ich weiß es halt nicht. Hätte ich vielleicht zuerst mal gucken sollen. Hier haben wir jetzt auch nichts weiter gefunden. Ich würde ganz gerne noch mit dem Handy spielen mal, aber wir kennen den PIN-Code nicht. Handy, Brief, Laptop. Das war der Brief, ja, Laptop. Nicht das Laptop, habe ich gesagt. Laptop! There's my hot dog man. I can't see Dad selling a home. Whoa, is he getting us tickets again? Best. That would be a blast being a frick. Oh, those are Dad's pages.